Moin Leute, ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Es gibt aufgrund der englischen Woche eine kleine Regeländerung bzw. Planänderung. Die Regel wird sich eigentlich nicht ändern. Ich zeige euch jetzt erstmal die Freitagabendpartie von der ersten Fußball-Bundesliga. Die dritte Liga kommt eben im Anschluss an diese Partie, also wenn ihr euch dafür interessiert, würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr da noch dranbleiben würdet. Ansonsten tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Kommentator. Die zweite und erste Liga kommt in den nächsten Stunden oder morgen dann spätestens. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt in den Kommentaren fair zu euch gegenseitig, zu den Vereinen und auch zu mir. Aber ja, jetzt viel Spaß und los geht's. Nach dem kleinen Patzer der Bayern auf eigenem Grund gegen den FC Augsburg wollte man jetzt in der Hauptstadt wieder ein besseres Bild von sich zeigen. Jetzt kam aber Hertha BSC gut in diese Partie. Zu Hause ja sowieso noch ungeschlagen. Fabian Lustenberger, vierte Spielminute, das erste Saisontor für den defensiven Mittelfeldspieler. Sah beim 1:0 gegen Bremen zuletzt nicht gut aus. Das machte er jetzt wieder wett. Und die Anfangsphase war die Hertha deutlich die bessere Mannschaft. Drehkick nach einem Eckstoß mit der Direktabnahme, die aber dann doch recht deutlich über den Kasten hinweggeht. Die Bayern kamen dann nach 22 Minuten das erste Mal im gegnerischen Strafraum zum Schuss. Und zwar so durch Arjen Robben in der 23. Minute konnten sie dann auch das 1:1 erzielen. Bis dahin ein wenig schmeichelhaft für die Gäste, aber mit der Eiseskälte vorm Tor haben sie sich belohnt. Dann vor der Pause nochmal die Möglichkeit, Thomas Müller, diesmal wird er aber noch gehindert, scheitert mit dem Schuss, der gut sonst gesessen hätte, stark grätschte rein. Kraft übrigens im Tor, Jahrstein-Vertreter musste ja zur Pause gegen Bremen reinkommen. Wir springen in den zweiten Durchgang, Lewandowski mit der ersten Möglichkeit nach nicht einmal 5 gespielten Minuten, aber wieder stark, der da reingrätscht und den Ball vom Torschuss verhindert. 57. dann auch mal wieder die Berliner nach vorne aktiv. Das ist Vedat Ibisevic mit dem Kopfball, aber doch deutlich am Kasten vorbei. Der hätte auch sonst nicht genügend Druck gehabt. Und die Bayern kamen dann zum Ende hin nochmal. Und wie sie kamen, durch Robert Lewandowski zum Lucky Punch in der 84. Spielminute. Der letzte Torschuss der Partie entscheidete diese dann auch. 2:1 gewinnt der FC Bayern München, dreht das Ganze nicht ganz verdient. Hertha hatte sich wirklich gut geschlagen, aber die Eiseskälte vom Tor hatte dann am Ende des Tages wieder der FC Bayern München und macht den kleinen Ausrutscher unter der Woche direkt am Freitag wieder gut. Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Bedenkt außerdem, dass ich kein ausgebildeter Kommentator bin und Sprachfehler immer mal wieder denkbar sind oder Wortwiederholungen, die sich vielleicht ein bisschen komisch anhören. Ich will mich gar nicht lange rechtfertigen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, habe ich wahrscheinlich auch schon mal gesagt, aber auf jeden Fall, auch das ist hier nochmal zu sagen, es ist die englische Woche, dementsprechend viel Zeitdruck. Wenn man verletzter Spieler leider in der Aufstellung dabei ist, dann tut es mir leid, aber ich versuche das weitestgehend zu umgehen. Naja, viel Spaß jetzt beim Zuschauen, los geht's mit Münster gegen Wien und ja, viel Spaß dabei. Mit der Freitagabendpartie Preußen-Münster gegen den SV Wien läutete die englische Woche ihre Schlussphase ein und Preußen-Münster startete gut in diese Heimpartie. Die erste Möglichkeit, aber erstmal von Kolke noch pariert. Preußen-Münster war sehr gut aufgelegt, zuletzt zu Hause auch schon 3:0 gegen Cottbus gewonnen, ebenfalls am Freitagabend. Wien-Wiesbaden war nicht sonderlich gut in der Partie, die Highlights beschränken sich auf wenige Aktionen im gegnerischen Strafraum oder in der Strafraumnähe. Preußen-Münster nach wie vor die bessere Mannschaft. Wir springen in den zweiten Durchgang, wo Wien dann auch endlich mal etwas nach vorne brachte. Aber auch das war viel zu wenig. Schulze-Niehus schmeißt sich auf den Ball. Klingenburg köpfte zurück. 20 Minuten dann vor dem Ende. Preußen-Münster und das überfällige 1:0 war perfekt. Sandrino Braun mit einem klasse Linksschuss unten rein. Nicht zu halten mehr. Und damit die verdiente Führung für Münster. Und sie hatten 5 Minuten vor dem Ende die Möglichkeit, alles voll zu machen, aber erstmal war Lorch mit einer klasse Reaktion dazwischen. Wien konnte nicht sonderlich damit zufrieden sein, was sie hier auf den Plan brachten und letztendlich sogar noch das 2:0 hochverdient, auch in der Deutlichkeit dieses Ergebnis. Preußen-Münster gewinnt zum Auftakt des 10. Spieltages gegen Wien Wiesbaden mit 2:0 und gewinnt damit das zweite Heimspiel am Freitagabend in Folge. Stimmungstechnisch ein Riesenduell. Der Hallische FC empfing im Erdgas-Sportpark den FC Hansa Rostock und es war eine packende Partie von Beginn an. Die erste Möglichkeit gehörte den Gästen aus Rostock. Eisele mit einer klasse Tat.
Sebio Suko scheiterte noch an ihm, aber der anschließende Eckstoß brachte dann doch das frühe 1:0 für die Gäste. Kai Bülow aus der Innenverteidigung mit nach vorne gekommen. Der ist nach Ecken brandgefährlich. Hier hält er den Stiefel hin und hinterlässt den Hallenser Keeper ohne eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite gab es für Warshausen dann die erste Möglichkeit zum Torabschluss, aber der ging dann doch relativ deutlich in Richtung der Zuschauer. Doch Halle drehte jetzt auf und wurde stärker und torgefährlicher. Pascal Sohm auf Matthias Fetsch und das ist ein super flacher Abschluss. 32. Minute, Ausgleichstor für den Halleschen FC. Sie wurden stärker und belohnten sich. Im zweiten Durchgang brachte auch erstmal Halle das bessere Spiel aufs Feld. Tuma mit der Flanke und da ist Ajani auf dem zweiten Pfosten und mit dem Kopf macht er das 2:1. Die Partie war gedreht. Rostock in dieser Phase nicht gut drauf. Auch wenn Gelios noch dran war, konnte er den Treffer nicht verhindern. Dann brauchte Rostock lange, um sich davon zu erholen. Aber so erholten sie sich dann doch. Pascal Breyer in der 79. mit einem Klasse-Schuss oben rechts rein. Auch da war da nichts mehr zu halten. Es stand 2:2. Es gab aber in der Nachspielzeit nochmal eine Möglichkeit. Der Kopfball von Sohm. Aber drüber. So trennt sich Halle und Rostock im Endeffekt absolut leistungsgerecht mit 2:2. Eine unterhaltsame und torreiche Partie aus dem Deutschen Osten. In der Mechatronik Arena war der Gast aus Unterhaching der klare Favorit, aber Groß Asbach ist auch nie zu unterschätzen. Eine Drittligamannschaft, die wirklich langsam ihre Form gefunden hat. Die erste Möglichkeit gab es auch für die Gastgeber. Das ist Hercher mit dem Abschluss und Königshofer in der kurzen Ecke reagiert haben in einem klasse Reflex und verhindert das frühe 1:0. Dass es in der Situation schon durchaus hätte geben können. Der anschließende Eckstoß, Groß Asbach, legte hier richtig gut los. Aufsetzer von Hercher Porat war noch dran, sodass der Ball dann doch über den Kasten hinweg ging. Groß Asbach konnte aber diese anfängliche Euphorie nicht mitnehmen. Und dann kam Unterhaching Stahl auf Marseiler. Und was ist das denn für ein fantastisches Tor? 23. Spielminute, unhaltbar rein in die Maschen. Das war wirklich stark gemacht. Dann 10 Minuten vor dem Pausenpfiff nochmal Unterhaching. Stefan Hein verpasste es hier auf 2:0 zu stellen. Dann gab es im zweiten Durchgang wieder die Möglichkeiten für Groß Asbach, aber tolle Parade von Königshofer. Auf der anderen Seite dann Freistoß, gefährliche Position. Bigalke verpasste es aber in dieser Situation, den Deckel drauf zu machen. Und Groß Asbach schnupperte noch einmal am Erfolg. 20 Minuten vor dem Ende. Binakay, der Ball wird länger und länger, setzt sich aber gegen die Latte und so gewinnt Unterhaching im Endeffekt mit 1:0. Groß Asbach schlug sich über die 90 Minuten wirklich vernünftig, aber hatte auch einen Punkt eher weniger verdient gehabt. Zuletzt gab es hier in der Hensch Arena beim SV Meppen ein 3:3 gegen Unterhaching. Ein Spektakel, was Hoffnung und Lust auf mehr machte. Und hier startete Meppen gut rein. Viertelstunde knapp gespielt. Granatowski legt auf. Und Thilo Leugas mit dem 1:0. Bitter von Thorsen noch abgefälscht, sodass Engelhardt keine Chance hatte, den zu parieren. Wenig später dann dieser Abschluss von Kleinsorge. Was für eine klasse Schusstechnik er da an den Tag legte. Ist auch immer etwas Glück dabei, den Ball dann optimal zu treffen. Und da fehlte dann wirklich nicht viel. Aber Braunschweig hatte auch noch mal was vor der Pause. Hofmann mit dem Abschluss. Vidovic grätschte aber rein und verhinderte, dass der Ball in Richtung des Tores ging. Es gab aber keinen Eckstoß, auch wenn das Knie wohl noch dran gewesen sei. Also im zweiten Durchgang die Möglichkeit für Meppen noch einen draufzulegen. Und das taten sie auch mit etwas Glück. Das, was Braunschweig fehlte, hatte der SV Meppen. Julian von Hacke trifft den Pfosten und von da prallte der Ball dann ins Netz. Halbe Stunde jetzt vor dem Ende. Granatowski mit diesem Zlatanesken Abschlussversuch. Super Möglichkeit. Macht da wirklich athletisch. Schöner Ball in die Spitze und dann fehlt auch da nicht wirklich viel. Es gab in der 90. Minute nochmal eine Möglichkeit. Hofmann aber in die Arme von Domaschke und so gewinnt Meppen hochverdient am Ende mit 2:0. Braunschweig konnte einer an diesem Nachmittag nur leid tun. Sie investierten viel, aber brachten nach vorne einfach viel zu wenig. Endlich mal wieder zu Hause gewinnen, der Traum eines jeden Fans der Roten Teufel. Jetzt kamen die Sportfreunde Lotte ins Fritz-Walter-Stadion und die gerieten hier früh unter Druck, weil Kaiserslautern von Anfang an klar machte, sie wollen hier gewinnen. Zuck nach 3 Minuten mit der Flanke und da fehlte nicht viel und Hut wäre
da gewesen. Viele Unkonzentriertheiten bei den Gästen. Dann ist das Kühlwetter, der den Ball rauslegt. Dick, der eine Pause unter der Woche bekommen hatte. Bergmann die Flanke und dann ist aber Kroll da und hat den im Nachfassen. Bitter für Kaiserslautern. In dieser Frühphase hätten sie schon locker ein, zwei Tore machen müssen, aber sie verpassten es. Und Bergmann trifft hier nur das Außennetz. Kaiserslautern war dran. Die Stimmung war gut im Stadion, weil sich Kaiserslautern wirklich eben auch bemühte. Dann ist es wieder Bergmann etwas überhastet in dieser Situation. Bekommt nach einer halben Stunde den Ball von Löhmannsröben aufgelegt. Aber der Schuss geht dann doch deutlich vorbei. Von Lotte kam nicht viel. Vor der Pause dann mal diese abgeglitschte Flanke. Aber die Fans von Kaiserslautern mussten sich erstmal keine Sorgen machen. Zumindest nicht um die Defensive. In der Offensive gab es Möglichkeiten, aber die waren zu harmlos. Über das gesamte Spiel hinweg Bergmann hier. Und dann sind wir schon in der 67. Minute nochmal Kaiserslautern, Albeck. Aber auch das symptomatisch. Kaiserslautern kam einfach nicht mehr. Sie hätten die drei Punkte absolut verdient gehabt. Und Lotte hat das, was sie wollten, einen Punkt ohne etwas nach vorne gebracht zu haben. Im Kölner Südstadion war der KFC Uerdingen zu Gast und sie wollten nach der Pleite am letzten Wochenende in Karlsruhe auswärts mal wieder ein Ausrufezeichen setzen. Die erste Möglichkeit gehörte auch den Gästen. Beißt er mit diesem Hammer, aber klasse von Rehnen pariert. Nach 35 Minuten dann wie aus dem Nichts das 1:0 für Fortuna Köln. Nico Brandenburger legt den Ball clever einmal zurück, zieht ihn zurück mit dem Fuß und hämmert dann drauf. Bitter für René Vollert, 1:0 zur Pause, aber KFC Uerdingen war einfach überlegen. Kefki erst scheitert, er an Ruprecht, setzt aber nach und macht das hochverdiente 1:1. 51 Minuten zu dem Zeitpunkt gespielt und das Tor war wirklich überfällig und Uerdingen spielte weiter. Der nächste Dreier sollte eingefahren werden, Krempitzki unten links rein und jetzt brach es über Fortuna Köln zusammen. Keine gute Partie der Gastgeber und das wurde jetzt auch eiskalt bestraft, was im ersten Durchgang noch fehlte. Maxi Beister dann, 72. lässt sich nicht fallen. Und mit diesem Kunststück machte er dann auch alles klar. Erstes Saisontor für ihn mit diesem klasse Lupfer bescherte er den sicheren Dreier. Und Uerdingen hatte noch weiter Lust. Viertelstunde auf der Uhr, Krempitzki ins kurze Eck reingehämmert. Und dann stand es 4:1. Bedeutete auch gleichzeitig das Endresultat. Eine klasse Partie der Gäste, die hochverdient, auch in der Höhe mit 4:1 so dann auch zu Ende geht. KSC gegen den FC Energie Cottbus. Eine Partie, die immer etwas nach zweiter, wenn nicht sogar nach erster Bundesliga schnupperte. Die erste Möglichkeit gehörte hier dem KSC, aber schöne Parade von Aftus Bahic. Aber KSC konnte in der Anfangsphase die Vielzahl an Chancen einfach nicht nutzen. Nach 7 Minuten bereits Aftus Bahic, der beste Cottbusser mit großem Abstand. Vor der Pause gaben dann auch sich die Gastgeber mal die Blöße in der Verteidigung. Dann kam Streli Mamba viel zu einfach durch und machte das 1:0 wie aus dem Nichts. Dritte Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang. Streli Mamba freistehend vor Opov mit dem 1:0. Im zweiten Durchgang ging es rabenschwarz für den KSC weiter. Maximilian Zimmer mit dem 2:0. Der passt auch perfekt, wieder nicht zu halten. Und Karlsruhe rannte jetzt an. Halbe Stunde noch auf der Uhr. Stiefler zurückgelegt auf Choi, der aber hier an Sparhead scheiterte. Tolle Parade vom Schlussmann des FC Energie. Karlsruhe hatte die Möglichkeiten, hier zumindest noch auf Unentschieden zu stellen. Doch die Zeit lief einfach davon. 20 Minuten noch auf der Uhr. Vanicek, der Abschluss. Aber auch hier wieder Aftus Bahic dazwischen. Es sollte dem KSC nicht mehr gelingen, hier den Punkt mitzunehmen, der verdient gewesen wäre. Aber Energie Cottbus war dann eiskalt vorm Tor und hatte hinten drin einen richtig starken Schlussmann. In Jena am Ernst-Abbe-Sportfeld war der VfL Osnabrück zu Gast und die in weiß gekleideten Gäste legten hier gut los. 10. Spielminute, Taffertofer, Blacher steckt durch und dann Danneberg mit dem frühen 1:0, weil Koppens nicht gut aussieht. Weiß nicht, ob er rauskommen soll oder im Kasten stehen bleiben soll. Bekommt den Ball dann unglücklich über den Fuß hinweggespielt. 1:0 also für die Gäste. Karl Zeiss Jena ließ das nicht lange auf sich sitzen und agierte dann wieder forsch nach vorne. Und Tietz in dieser Situation hätte schon den Ausgleich machen können. Nur wenig später wieder Karl Zeiss Jena. Der Kopfball aber nur ans Außennetz, sonst wäre Körber auch zur Stelle gewesen. Es war eine gute Partie der Gastgeber. Es fehlte eben der Treffer, den Osnabrück schon in der Frühphase der Partie
erzielen konnte. Vor der Pause nochmal Jena und Starke scheitert abermals an Körber. Der Schlussmann der Osnabrücker mit einer richtig tollen Partie, auch wenn der Ball nicht so platziert war. 55 Minuten dann gespielt, dann durfte Koppens mal wieder eingreifen, reagierte hier gut und Viertelstunde dann vor dem Ende die mutmaßliche Entscheidung. Manuel Farona Pulido mit dem Kopf machte hier alles klar und tatsächlich kam Jena nicht mehr zurück. Koppens war geschlagen, Jena war geschlagen und Osnabrück gewann etwas glücklich letzten Endes mit 2:0. Sowohl für den FSV Zwickau als auch für die Gäste aus Aalen stehen so langsam die entscheidenden Wochen an. Wo geht es im Endeffekt in der Saison hin? Hier hatte Zwickau die erste Möglichkeit, aber der Ball doch relativ deutlich über den Kasten hinweg. Beide Teams durchaus akzeptabel in die Saison gestartet. Das muss man jetzt aber auch bestätigen. Hier bestätigte erstmal Lukas Schnellbacher, dass er ein guter Stürmer ist. 22. Minute, steht richtig, hält den Schlappen hin und machte das 1:0. Doch die Chancen hatte eher der Gastgeber. Möglichkeit nach einer halben Stunde für Mike Körnecke. Der ging dann aber relativ knapp vorbei. Ein schöner, wuchtiger Schuss, der auch sein Tor verdient gehabt hätte. 52. dann Lattentreffer, Sessa mit dem Kopf. Glück in der Situation für Zwickau. Aalen wurde jetzt stärker. Sie wollten diese drei Punkte nicht mehr aus den Händen geben. Schnellbacher ist das wieder nach 65 Minuten. Gute Schusstechnik an sich, aber dann doch etwas zu hoch anvisiert. 20 Minuten vor dem Ende. Es stand ja nur 1:0. Das ist König mit der Direktabnahme nach dem Eckstoß, aber weit drüber. Nochmal Zwickau, aber es sollte nicht sein an diesem Sonntagnachmittag. Bernhard hielt dieses 1:0 für Aalen fest. Im Endeffekt etwas schmeichelhaft, da Aalen nicht die Vielzahl an Chancen hatte, wie sie der FSV Zwickau zustande brachte. Und dennoch muss man am Ende des Tages seine Chancen nutzen. So verliert Zwickau zu Hause 0:1 gegen den VfR Aalen. Zum Abschluss des 10. Spieltages trafen im Stadion an der Grünwalder Straße der TSV 1860 München und die Würzburger Kickers aufeinander. Und die Würzburger Kickers haben so richtig gut in die Saison gefunden. Hier starteten sie gut rein. Ademi trifft per Kopf nur den Außenpfosten. Dann wurde 1860 stärker. Die Möglichkeit für Sascha Mölders. Trifft den Ball ganz gut, lässt ihn über den Schlappen rutschen, da fehlte nicht viel. Vor der Pause nochmal die Löwen, Kirin Moll mit der Flanke und Grimaldi scheitert am überragend reagierenden Dreves, ist im gefährdeten Eck und lässt die Löwenherzen erstmal kalt. Mölders dann im zweiten Durchgang, feuerte aus jeder Lage ab, keine Stunde gespielt, 1860 wollte den Sieg zu diesem Zeitpunkt gefühlt etwas mehr, die nächste Möglichkeit eben. Aber Dreves muss nicht eingreifen. Dann kam auch wieder der Gast gefährlich vors Tor. Ademi mit einer der besten Möglichkeiten der Partie. Aber auch toll hier von Hiller pariert. 10 Minuten vor dem Ende dann nochmal die Würzburger Kickers. Das ist Bachmann in der Mitte. Von Baumann per Flanke bedient. Aber es sollte auch in dieser Aktion noch nichts sein mit dem Treffer. Und so kam es nochmal zu einer Eckstoßsituation für 1860. In der 90. Minute die Nachspielzeit war fast abgelaufen. Weber per Kopf. Aber alle gehen am Ball vorbei. Und der Ball geht recht deutlich am Kasten vorbei. Und so trennen sich diese beiden Teams durchaus leistungsgerecht am Ende des Tages mit 0:0. So, das war die Prognose zur dritten Liga. Der 10. Spieltag war das. Und ja, am Freitag kommt dann noch erste und zweite Bundesliga, unter anderem mit dem Derby. Ich hoffe, ich kann am Samstagmorgen Livestream. Ich will nichts Falsches versprechen, aber haltet auf jeden Fall die Augen offen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Aber das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.